die ganze Wahrheit. Nach dem großen Erfolg der ersten Episode von 55 Schritten in der Sonne sind Albano Carisi und Romina Power wieder zusammen. Viele Menschen möchten die sentimentale Situation vor allem nach der Abwesenheit von Loredana Lezzi erfahren. Und der Dolmetscher von Cellino San Marco hat sich zum wiederholten Mal in der Studie von Verissimo wiederholt. Mit meinen beiden Exen besteht eine großartige Freundschaft. Ich habe keine Mühe, diese beiden Beziehungen fortzusetzen. Ich habe in meinen Beziehungen immer alles mit Liebe gemacht. Er vertraute Albano Silvia Toffanin an. Singen Sie, dass Sie geht. Obwohl wir Albano und Romina zusammen in der Channel 5 Show gesehen haben, ist es auch fair, über die Verpflichtungen des Cellino Lion zu sprechen. Vor einiger Zeit gab Albano Carisi seinen Rücktritt aus der Welt der Musik bekannt. Ab 1. Januar 2019 singe ich nicht mehr, hatte der Künstler gesagt. In den letzten Monaten hat sich die Situation geändert und Carisi hat einen anderen Weg eingeschlagen. Am 25. Oktober war ich mit Romina in Russland. An diesem Tag wachte ich mit einem Sand auf, den ich lange nicht mehr gefühlt hatte. Mir ging es gut und ich stand diesem Tag so gegenüber, als wäre ich wieder 20 Jahre alt. Ich habe 8 Stunden hintereinander gearbeitet, ich hatte keinen Zusammenbruch, ich hatte keinen Moment der Schwäche. Sogar das Ödem an der Stimme, ein Problem mit den Stimmbändern, das ich lange Zeit hatte, war völlig verschwunden. 55 Schritte des Glücks. In der neuen Version von Kanal 5 sind Albano und Romina wieder zusammen. Laut der Sängerin ist die Show in 55 Schritten in der Sonne und 2 Episoden gegliedert, eine echte Party, weshalb die Anwesenheit der Familie so wichtig ist. Auf der Bühne erscheinen neben der bereits vorhandenen Romina auch die aus ihrer Vereinigung geborenen Kinder. Im Vordergrund steht nur sie, der junge Christel Carisi, der für den frühen Abend der Dirigent war, Christa Rivert von Yari Marco und Romina Junior, den beiden anderen Söhnen des künstlerischen Duos, unterstützt. Bei der ersten Ernennung am 23. Januar 2019 war Pippo Baudo der Gast, der als erster an das Talent von Albano glaubte, als er sich im Settevoci-Programm präsentierte und den Applaus-Test für 4 aufeinanderfolgende Wochen gewann.